Hallo! Heute zeige ich dir drei einfache Burlesque-Übungen für faule Tage. Mein Name ist Goldminka, ich bin Burlesque-Künstlerin und Bauchtanzlehrerin und hier auf meinem YouTube-Kanal erfährst du alles rund ums Thema Burlesque. Also abonniere den Kanal und ja, kennst du das auch, diese super faulen Tage, an denen du dich zu nichts aufraffen kannst, wo du denkst, ach nein, ich möchte jetzt hier einfach nur faul rumsitzen und ja, aber eigentlich müsste ich noch was üben und nee, aber heute habe ich keine Lust, ach morgen wieder. Ja, dann habe ich jetzt ein paar super tolle Übungen für dich, die du machen kannst, währenddessen du einfach nur faul da sitzt. Ja, und diese Übungen, denke ich, eignen sich gerade jetzt so zwischen Weihnachten und Neujahr, zwischen Weihnachtsgans und Plätzchen, Märchenfilmen und Faulsein. Ja, da kannst du super diese Übungen jetzt einfach mitmachen. Ich habe mich jetzt dazu auf mein Meditationskissen gesetzt. Du kannst dich natürlich auch auf dein Sofa setzen oder auch auf einen Sessel oder einen Stuhl. Aber achte darauf, dass du trotzdem gerade sitzt. Ja, also aufgerichtet, der Oberkörper ist offen und dann nicht einfach nur so daschlunzen. Ja, also hinsetzen, gemütlich, faul, bequem, aber trotzdem gerade. Und dann geht es jetzt los mit der ersten Übung und zwar der wunderschöne Schulterschimmi. Ja, also hier beim Schulterschimmi rotierst du ja einfach nur deinen Brustkorb von Seite zu Seite. Und das ist etwas, was du hervorragend im Sitzen machen kannst. Ja, weil damit fällt es dir tatsächlich auch leichter, dein Becken ruhiger zu halten, sodass sich dann auch wirklich nur dein Oberkörper bewegt. Und damit sieht der ganze Schulterschimmi dann gleich viel schöner aus. Ja? Also das ist wirklich eine der schönsten Burlesque-Bewegungen, Schulterschimmi. Und der eignet sich echt perfekt dazu, ihn im Sitzen zu üben. Ich habe zum Schulterschimmi auch schon mal ein ausführliches Video gemacht, was du dir hier oben angucken kannst. Die zweite Übung, die du perfekt im Sitzen üben kannst, ist diese sogenannte Wasserwelle. Die mache ich dir einmal ganz kurz im Stehen vor, damit du weißt, worauf ich jetzt eigentlich hinaus möchte. Und ja, das ist praktisch auch eine super Burlesque-Bewegung, die kommt aus dem Bauchtanzunterricht. Und das ist eine Wasserwelle, die so von oben nach unten durch deinen gesamten Körper fließt. Los geht die Bewegung aber in deinem Oberkörper. Ja, also sie wird initiiert vom Oberkörper. Und damit eignet sie sich perfekt, um sie im Sitzen auf dem Meditationskissen, Stuhl oder Sofa zu üben. Und was wir dazu ganz einfach machen, ist mit deinem Oberkörper einen Kreis. Also du gehst mit deinem Oberkörper vor, hoch, hinter und wieder runter. Also vorne, hoch, hinten, runter. Nimm dir ruhig die Vorstellung mit, dass hier Wasser durch deinen Körper fließt. Ja, und lass diese Bewegung damit ganz weich werden. Ich werde zu dieser Bewegung in den nächsten Wochen noch mal ein ausführliches Video machen und da werde ich das noch mal ganz genau erklären. Heute sind wir aber faul und da bleiben wir einfach nur sitzen und machen das ganz gemütlich. Wenn du zu dieser Bewegung Fragen hast, schreib sie mir doch bitte in die Kommentare, damit ich weiß, was du ganz genau erklärt haben möchtest. Ja, also ich freue mich da wirklich über jede Frage, die du mir in die Kommentare schmeißt.
nicht schmeißt, sondern schreibst. Genau, und ja, dann machst du das einfach noch ein bisschen vorne, hoch, hinten, runter. Und diese Bewegung geht auch richtig mit deinem Atem. Also das ist wirklich Atmen und die Vorstellung von Wasser. Genau, das ist Übung Nummer 2. Und die dritte Übung, die du hervorragend im Sitzen machen kannst, sind diese Schlangenarme. Dazu werde ich auch nochmal ein ausführliches Video machen. Und ja, die Schlangenarme sind auch eine super tolle Burlesque-Bewegung. Und da du ja dazu nur deine Arme bewegst, kannst du das auch gleich ganz faul gemütlich im Sitzen machen. Es gibt mehrere Varianten, damit anzufangen. Wir fangen heute einfach mal folgendermaßen an. Nimm einen Arm nach oben und lass den anderen unten. Bei dem Arm, den du nach oben nimmst, bleibt trotzdem deine Schulter unten. Also die kommt hier nicht mit hoch bis zum Ohr, sondern lass die Schulter trotzdem unten und nimm den Arm hoch. Und jetzt bewegst du deine Arme einfach gegengleich. Ja, also einer geht hoch, der andere nach unten in genau derselben Geschwindigkeit. Und jetzt fährt ein Krankenwagen vorbei. Ich weiß nicht, ob man das hört. Nein. Und jetzt lässt du deine Arme einfach etwas weicher werden, also etwas durchlässiger und machst diese Bewegung nicht mehr ganz so groß, sondern nimmst die Arme nur noch etwas nach oben. Und damit werden das diese wunderschönen Schlangenarme. Du kannst dir auch vorstellen, du bist eine Wasserpflanze und deine Arme sind so die Wasseralgen, die super leicht im Wasser schwimmen und vom Wasser getragen werden. Ja, und das gibt hier diese wunderschönen Schlangenarme. Dazu werde ich auch noch mal ein ausführliches Video machen. Und das, was du bei den Schlangenarmen bewegst, ist deine Schulter, dein Ellenbogen und dein Handgelenk. Also das sind die drei Punkte, die sich bewegen, wenn du diese Schlangenarme machst. Ja, da gibt es auch verschiedene Möglichkeiten. Du kannst die Arme gleichzeitig hoch und runter bewegen. Oder auch so, wie wir es gerade hatten, gegengleich. Ja, und konzentriere dich dabei immer auf den Arm, der nach oben geht. Und der andere geht ganz automatisch nach unten. Ja, und so kannst du dann faul und gemütlich da sitzen und wunderbar Burlesque üben. Brauchst nie wieder ein schlechtes Gewissen haben, weil du heute faul bist. Ja, du machst einfach diese wunderschönen Übungen und das hilft dir, sie einfach schöner werden zu lassen, dabei geschmeidiger werden zu werden. Und ja, ich hoffe, mein Video hat dir gefallen. Vielen Dank fürs Zuschauen und wie gesagt, vergiss nicht, deine Fragen in die Kommentare zu schreiben. Dann, ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss!